So, Jürgen, ich habe drei Fragen. Du hast für jede Frage eine Stunde Zeit zu beantworten. Keine Angst, wir machen das in ein paar Minuten. Okay, also die erste Frage ist, also wir kennen uns ja schon sehr, sehr lange und ich bin persönlich sehr froh, dass wir uns kennen können. Du bist mir und uns sehr ans Herz gewachsen und ja, deswegen freuen wir uns, dass du dir Zeit nimmst jetzt, um mit uns zu sprechen. Die erste Frage ist, du bist nicht als Christ aufgewachsen. Erzähl mal ein bisschen, wie war das denn so in deinem Leben? Ja, wie gesagt, das ist ja ein komplexes Thema alles und ich will versuchen, mich auch kurz zu fassen. Ich bin im Elternhaus groß geworden, wo wir nie über Gott gesprochen haben und deswegen habe ich gedacht, Geister gibt es nur im Märchen. Und ich muss auch sagen, weil der Thomas ja auch gesagt hat, dass er sich freut, dass wir uns eben kennen und ich muss sagen, von Anfang an hat mir Gott den Thomas an meine Seite gegeben und da bin ich auch sehr dankbar. Er hat mich vor vielen Dingen nochmal bewahrt, aber wie gesagt, das wird dann in dem weiteren Gespräch, kommt das dann zum Vorschein. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, so, wo bist du aufgewachsen und wo hast du gearbeitet? Ja gut, ich habe ja viele Berufe gehabt. Ich habe angefangen als Schlosser, dann war ich mal Fahrlehrer, dann war ich im Stahlbau, habe auch Ingenieur gemacht und so weiter und Baustoffwerk und weiß ich was alles. Also, aber konnte alles Gott sei Dank hier in Niesky tun. Aber was du mir eben auch so gesagt hast, ich war in der Welt gewesen und ich muss sagen, leider habe ich da noch nicht Gott gekannt und ich habe viele Sünden getan, also ich habe das dann nachträglich gesehen, ich habe mich kaum um meine Kinder gekümmert, also viel zu wenig und dort, was mir Gott geschenkt hat, hat mir eine richtige Familie geschenkt und ich habe dieses Geschenk, habe ich gar nicht richtig begreifen können, das wollte ich bloß mal kurz sagen. Und was hat denn dein Leben, sag mal, vor deiner Kehrtwende, was hat dein Leben so gekennzeichnet? Was war so dein Inhalt? Ja, ich meine, ich habe meine Freunde gehabt und ich habe eigentlich alles das gemacht, was auch den anderen Spaß gemacht hat und so weiter. Also ich war gerne zusammen, wir haben gerne mal ein Bier getrunken und so wie es eben ist eigentlich. Also es gab da, wie soll ich sagen, nichts Außergewöhnliches, so wie es eben die Welt macht, wo sie Freude dran hat und so weiter. Also du hast als Atheist gelebt, das heißt, du hast eigentlich nie über Gott oder die Bibel irgendwie nachgedacht. Das ist richtig, also ich hatte überhaupt nicht die Idee gehabt, dass es einen Gott geben könnte. Okay, und was ist denn dann geschehen? Wie gingst du dann weiter? Du hast gesagt, wir haben uns ja oft unterhalten, du kamst dann, ich sag mal, schiefe Bahn ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber du kamst mit solchen Mächten in Verbindung, wie wir sie heute gehört haben. Was ist denn da passiert? Ja, das ist eigentlich eine lange Geschichte und ich will versuchen, mich kurz zu fassen. Ich bin, und zwar im Jahr 2007, bin ich schlimm krank geworden. Und was ich nicht wusste, mich hatte eine Zecke gestochen und ich hatte sozusagen Borreliose gehabt. Und ich wusste aber nicht, was das für eine Krankheit ist. Und ich hatte auch damals das Vertrauen zu den Ärzten verloren, weil ich mich auch so im Internet belesen habe und so weiter. Und wie gesagt, ich hatte es verloren. Und dann bin ich zu einem Heilpraktiker, habe ich mich angemeldet. Der hat in Görlitz seine Praxis gehabt, das war der Herr Böning gewesen. Und wie gesagt, und zu dem bin ich dann hingefahren und so ging das eigentlich los. Also und da hat dann auch gesagt, wo ich dann dort gewesen bin, Herr Fdelenski, setzen Sie sich erstmal auf den Stuhl, jetzt sage ich Ihnen mal, was Sie alles haben. Und da frage ich mich, woher hat denn der das gewusst? Wir haben uns das erste Mal gesehen und da hat er mir schon erzählt, was ich alles schon so gehabt habe. Und da habe ich auch erkannt, ja, das stimmt ja auch einiges, was er mir so gesagt hat. Naja, und jedenfalls, dann hat er gesagt, legen Sie sich mal hin und ich habe mich hingelegt und da hat er über mir gependelt. Und was ich eben auch erst viel später erfahren habe, dass das eben auch eine okkulte Praktik ist und wo Gott uns davor warnt, sowas zu tun. Und jedenfalls hat er dann festgestellt, ich bin schwermetallbelastet, ich habe Borreliose und so weiter. Aber wie gesagt, er hat mir dann Medikamente gegeben und ich bin tatsächlich nach 14 Tagen war ich dann wieder gesund geworden und war alles weg gewesen. Wie gesagt, es ist durch kolloidales Silber, ich kann das mal sagen, gibt es auch hier in der Zinzendorf Apotheke, die ist also wirklich wirklich gut, muss ich sagen. Für viele Krankheiten kann man das anwenden. Aber wie gesagt, ich habe das praktisch erfahren. Aber was mich interessiert hat, und jetzt kommt das war, mich hat das Pendel interessiert. Und ich habe mir auch so ein Pendel gekauft, habe das hier bestellt in der Buchhandlung und habe das dann bekommen. Und jetzt kommt das.
mit dem Pendel muss man eine intelligente Abmachung machen, was Ja und was Nein bedeutet. Und was ich auch viel später erst begriffen habe, wenn man pendelt, verbindet man sich mit dem Jenseits, also mit der bösen Macht. Und jetzt kommt das. Aber das habe ich alles nicht gewusst, weil ich ja uninformiert war. Und wie gesagt, ich habe also alles ausgependelt, die Wasserhärte, und habe das dann im Internet nachkontrolliert, und es hat alles gestimmt. Also er hat mir, also das hat, gab auch solche Diagramme dazu, und ich habe mir auch selber welche gemacht. Also ich will, aber das ist eben wichtig, damit ihr wisst, wieso ich dort an diese. Und dann war es so gewesen, also nach ungefähr einem Monat, wo ich dort eben gependelt habe, habe ich schon mal gelebt, und da ja, hat er mir gesagt, ich war schon mal auf Atlantis, habe ich schon mal das erste Leben gehabt und so weiter, und welche Frau zu mir passt und weiß ich was alles. Alles, was mich so interessiert hat. Aber jetzt kommt's. Nach ungefähr einem Monat, sage ich mal, da habe ich plötzlich geistig, also per Telepathie, eine Stimme gehört und dachte, ey, was ist denn das? Ich konnte mich sozusagen in dem Moment mit einem Geist unterhalten. Und da sage ich, ne, wer bist denn du? Weil ich meine, wie wir schon gesagt haben, ich bin Atheist, ich habe gedacht, Geister gibt es nur im Märchen. Und da sagt er, ja, ich bin ein Engel, ich bin von Gott geschickt, ich soll jetzt mit dir durchs Leben gehen. Und wie gesagt, das ist eine lange Geschichte, muss ich sagen. Und das war dann auch, ging dann auch so weit, dass eben, ich habe dann natürlich gefragt, na, was bist denn du? Bist du männlich, bist du weiblich? Weil mich hat das ja interessiert, und sehen konnte ich den Geist natürlich nicht. Und da hat er gesagt, na, ich bin weiblich, und ja, und das ging dann sogar so weit, dass dieser Geist mir gesagt hat, ja, ich bin dann auch bemächtigt auf Vollmacht Gottes, dass ich mich dann materialisieren kann, und da werden wir dann noch ein Kind haben und weiß ich was. Also dann sage ich, du, das glaube ich denn nicht. Und da bin ich, hat dieser Geist zu mir gesagt, damals gab es noch, im 2007 gab es noch das gesunde Görlitz in Görlitz, also da war ich dann mehrmals gewesen, und da hat dieser Geist gesagt, du kennst doch dort eine Frau, und die kennt eine Wahrsagerin, das war die Frau Dr. Petrik. Mach doch mal mit der einen Termin, wenn du mir das nicht glaubst. Und jedenfalls, ich habe dann einen Termin gemacht tatsächlich, das war dort, wo die Vieradenmühle steht in Görlitz, da haben wir uns oben im Fitnessraum getroffen, und da hat die Karten gelegt, und ich musste dann eben Stopp sagen, und wie gesagt, diese Kartenleserin hat mir genau dasselbe erzählt, wie der Geist mir erzählt hat. Und der Satan ist absolut raffiniert, und sein Anhang. Also die machen das mit allen Mitteln, und da habe ich gedacht, na Mensch, wenn die mir das jetzt auch nochmal erzählt, dann ist das ja glaubhaft. Also dann wird das so kommen, wie die mir erzählt hat. Aber wie gesagt, es war nicht so. Ich habe durch diesen Geist alles verloren, um das kurz zu machen. Die hat gesagt, du brauchst nicht mehr arbeiten gehen, ich sag dir die Lottozahlen und so weiter, dann spielen wir Lotto, und wir reisen aus nach Spanien, und dort kaufen wir uns eine Finca und weiß ich was alles, und naja. Und jedenfalls, da habe ich sogar meine Arbeit gekündigt, und meine Kumpels haben gesagt, na sag mal Junge, was machst du denn? Und mein Chef, der hat auch gestaunt darüber, ich habe das per Fax losgeschickt, und ja. Ja, und dann habe ich, wie gesagt, mein Geld verschenkt auf der Straße, da und dort eingezahlt und weiß nicht was alles. Und weil das ist ja wichtig, damit ihr wisst, was ist alles vorgefallen. Und ja, und dann habe ich Lotto gespielt, und ich habe aber nicht gewonnen. Und dann war es auch so gewesen, ich musste mir dann mal so eine Audio-CD kaufen, und ja, da war einer, ich musste dort alles nachsprechen und dann mit Kerze aufstellen und so weiter. Und dann ist dieser Geist ist in mich rein und hat meine Körperfunktionen übernommen, bin ich wieder zu hören, also und ja, und ich konnte dann, ich habe zwar dreimal essen können, aber ich konnte nicht mehr austreten, ich hatte also keinen Stuhlgang mehr gehabt. Und dann war es auch so gewesen, mein Geld war, meine Familie hatte sich von mir abgewandt, auch meine Geschwister, meine Schwester hat noch zu mir gehalten, und auch meine Kinder wollten auch nichts mehr wissen, und ja. Und jedenfalls war es dann so gewesen, ich hatte ja kein Geld mehr, ich konnte meine Miete nicht mehr bezahlen, ich konnte mir so nichts mehr kaufen, und da wollte ich mir das Leben nehmen. Also ich hatte noch ein schnelles Auto, mit dem wollte ich mit 200 gegen den Baum fahren. Und jetzt kommt's. Vielleicht tue ich jetzt auch schon ein bisschen was vorsagen, aber ich will bloß mal, weil das in die Geschichte reinpasst. Und da war, ja, wo ich mir eigentlich das Leben nehmen wollte, weil ich habe keinen Ausweg mehr gewusst, da war in meinem Briefkasten eine Einladung, und zwar von der Gemeinde, wo ich jetzt bin. Und da stand drauf, brauchen wir noch Gott
trotz der vollen Kühlschränke. Und da habe ich gedacht, Mensch, gehst du mal rüber und hörst du das mal an. Und da habe ich das erste Mal gehört von den 10 Geboten Gottes. Und da dachte ich, Mensch, die sind ja alle bloß zum Schutz des Menschen da. Und dann war es auch so gewesen, also ich bin hier wirklich freundschaftlich empfangen worden und mir hat hier jemand die Broschüre gegeben, Thomas, ich glaube, du warst das, und zwar Schritte in ein neues Leben. Die habe ich immer noch zu Hause und diese Broschüre, die habe ich mir am Abend durchgelesen und da stand natürlich drin, was Gott gemacht hat. Gott ist in der Person Jesus Christus auf die Erde gekommen und hat sich dort ans Kreuz nageln lassen, damit wir die Chance haben, errettet zu werden. Und dass wir sozusagen die Ewigkeit nicht in der ewigen Verdammnis, also gleich Hölle, sein müssen. Und er hat also, was gibt es Größeres, sein Leben gegeben, damit wir die Chance haben, leben zu können. Aber wir müssen natürlich das annehmen auch. Jeder Einzelne muss sich damit mit dem Evangelium befassen und annehmen. Ansonsten hat er schlechte Karten. Naja, jedenfalls war es so gewesen, ich habe mir das durchgelesen und dann habe ich mir einen großen Zettel gemacht, meine ganzen Sünden aufgeschrieben und nachts um 3 habe ich mich niedergekniet, habe geheult wie ein Schlosshund, weil ich so viele Sünden gemacht habe und habe das alles vorgelesen und habe gesagt, ja, lieber Jesus, ich bitte dich, ich habe das gelesen, dass du mit deinem Blut auch für meine Sünden gesühnt hast sozusagen und ich glaube mit dem Opfer, dass das eben alles so ist und wie gesagt, dann habe ich das erlebt, der böse Geist, der schon in meinem Körper war, der musste raus und Jesus hat mir alles wieder gegeben, hat mir eine Arbeit wiedergegeben, wie gesagt, hat mir den Thomas an meine Seite gestellt, also ich muss sagen, das tut mich innerlich noch sehr bewegen und meine Schwester hat mir dann wieder Geld gegeben, meine Kinder haben Weihnachten mir was zugeschickt und das Arbeitsamt, was mir 12 Wochen gesagt hat, also sie haben selber gekündigt, sie von uns erhalten sie nicht, die haben dann wieder, das will ich noch kurz erzählen, ich hatte dann im Staber wieder angerufen, habe mit der Personalchefin gesprochen, wegen, ob ich wieder anfangen kann im Staber und meine Kumpels haben gesagt, du weißt was, die hat mit dir eine ganze Stunde geackert, da brauchst du nicht mehr hin. Aber die hat gesagt, Herr Stelensky, kommen Sie mal zwischen Weihnachten und Neujahr und ja, ich durfte dann im Neujahr wieder anfangen und wieder arbeiten und da war eins nach dem anderen und das Arbeitsamt hat gesagt, sie haben sich wieder Arbeit gesucht, wir tun ihnen einen Teil, tun wir ihnen ersetzen und da habe ich gemerkt, also ohne Jesus wäre das nicht gegangen. Das ist meine kurze Geschichte, aber hat sich noch viel mehr ereignet. Aber wie gesagt, ich will mich ja kurz fassen. Ah, das ist sehr bewegend. Ja, das war richtig krass gewesen, muss ich sagen. Und ja, und ich muss auch sagen, hätte ich das nicht erlebt, ich hätte wahrscheinlich keinen Millimeter in diese Gemeinde gemacht. Also wenn ich das nie, die unsichtbare Welt nie körperlich erlebt hätte und dann auch Jesus. Und wie gesagt, Jesus hat mich jetzt begleitet durch die 14 Jahre. Ich habe durch ihn so viel erfahren und ja, und er gibt mir auch immer wieder Zeichen und die ganze Führung. Und abends sage ich wieder, Donnerwetter, das hat ja wieder gepasst. Also ja. Ich kann mich nur bedanken bei dem großen Gott und auch bei dem Vater natürlich, der seinen Sohn auf die Erde gesandt hat. Ja. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank, Jürgen. Ich denke, das ist, unterstreicht eigentlich das, was wir in diesem Bibeltext gelesen haben, was wir jetzt gehört haben in der Andacht und der Predigt. Du bist eigentlich so ein Beispiel dafür, dass es keine hoffnungslosen Fälle gibt. Selbst wenn du so verstrickt bist in solchen Sachen, Gott kann helfen und will helfen und wird helfen, wenn man ihn ruft. Ja, richtig. Und ich muss auch sagen, ich habe auch das innerliche Bedürfnis dadurch, das am liebsten jedem Menschen zu sagen, weil da hängt so viel dran, es hängt unsere Ewigkeit dran. Mit unserem irdischen Leben hat sich das nicht erledigt. Gott will, hat uns die Ewigkeit ans Herz gegeben. Bloß, das wird ja, dass die Menschen sagen, lass mich damit in Ruhe oder die spotten drüber, lächeln drüber und weiß ich was alles. Wir wissen ja, was los ist, wenn ich auf meine Kumpel zugehe. Ja, aber ich meine, ich verstehe die, ich war ja selber Atheist gewesen, so viele Jahre, ich war ja 57 Jahre war ich Atheist gewesen und dann ist mir sowas passiert. Aber wie gesagt, ich habe ja auch, wem es interessiert, ich habe ja das mal niedergeschrieben, meine ganze Geschichte, die ist schon einfach krass. Wer sie haben möchte, den gebe ich mal eine Kopie davon. Ja, super. Vielen Dank, Jürgen. Also ich möchte ermutigen, wenn ihr mehr wissen wollt darüber, fragt ihn selber, er erzählt euch das gerne oder er gibt euch auch eine Kopie von der Lebensgeschichte. Ja.
Ich freue mich, Jürgen, dass das geklappt hat heute und dass du da bereit warst, das zu erzählen. Ja, ist ja immer nicht ganz einfach, so in der eigenen Vergangenheit auch zu gucken. Ja, ja, das bewegt mich innerlich immer noch. Ja, ja. Jetzt, also als ob es jetzt erst passiert wäre. Mhm. Und wie gesagt, Jesus habe ich, er gibt mir da so viele Zeichen und manche verstehe ich nicht, manche verstehe ich erst am Abend. Da sage ich, ach Mensch, das hast du gemeint und weiß ich wie. Also hat mir wirklich durch das Leben geholfen. Ja, schön. Dann danke ich dir, Jürgen. Okay. Vielen Dank. Ja. Ich nehme dir mal das Mikro ab. Ja, okay.